Operator, willkommen zum Briefing. Sixclusive, das Format mit exklusiven Weekly News rund um Rainbow Six Siege und Rainbow Six Siege eSport zusammen mit Harris und Agony. Und damit kommen wir auch schon zum ersten Thema, und zwar die Designer Notes für Year 5 Season 4 sind am Montag letzte Woche rausgekommen. Damit werden wir uns im Meinungssegment aber weiter auseinandersetzen. Hier ist erstmal nur das Anteasering davon. Denn haben wir auf dem Testserver schon ein Datum-Release gehabt. Und zwar in 21 Tagen wird wohl Neon Dawn oder Aruni frei spielbar für alle sein. Das deutet also auf den 8.12. hin oder den 1.12. Das wird sich noch zeigen auf alle Fälle. Dann kommen wir zu einem Spielerwechsel, der noch nicht ganz vonstatten gegangen ist. Und zwar wird Sua ab Februar 2021 G2 verlassen. Er ist jetzt schon nicht mehr wohl im Team integriert. Er ist jetzt nur noch als Branding, so gesehen, von G2 am Start. Also, dass er halt eigentlich nur noch so eine Außenwirkung hat. Hat aber wohl keinen Input mehr innerhalb des Teams. Und somit kommen wir aber dann auch schon zu den NA-Majors, wo euch Harris mehr erzählen wird. Genau, am Wochenende hatten wir mal wieder das Major, diesmal ja in NA, nachdem wir ja schon die Majors in LATAM und in Europa abgeschlossen haben. Das war auf jeden Fall eine ganz interessante Geschichte hier in Nordamerika. Wir haben am Ende natürlich gesehen, dass sich TSM durchsetzen konnte. Ich werde aber nochmal über den Turnierbaum so ein bisschen generell mal kurz sprechen. Wir haben im ersten Match gesehen Dark Zero gegen Space Station, da konnte sich Space Station in einem großen Hin und Her durchsetzen mit 2-1. Im Baum darunter Oxygen gegen TSM konnte sich TSM deutlich mit 2-0 durchsetzen. Dann haben wir gesehen Space Station gegen TSM, da konnte Space Station gewinnen mit 2-0 und hat sich dann dementsprechend ins Finale damit reingespielt. Im unteren Baum, halt im Loser Bracket, vom ersten Tag Dark Zero gegen Oxygen eSports gewonnen. Oxygen war halt eben das erste Team, was raus war. Danach TSM gegen Dark Zero. Waren wir eigentlich davon ausgegangen, dass es eigentlich ein Ding für Dark Zero sein müsste. War es nicht, waren 2-0 für TSM. War ein bisschen unerwartet, aber interessantes Game auf jeden Fall. Es war für mich auch so ein bisschen das Highlight von diesem NA-Major, dieses Game. Obwohl es halt ein 2-0 war, fand ich das doch schon sehr, sehr erbaulich, was da gespielt wurde. Und im Finale haben wir gestern gesehen, Space Station gegen TSM. Da konnte sich TSM mit 3-1 durchsetzen. Haben 7-5 auf Clubhouse gewonnen, 7-2 auf Consulate und 7-5 auf Villa. War eine sehr, sehr eindrückliche Geschichte, was wir da von ihnen gesehen haben. Und ja, damit halt TSM erstmal Champion von den November Majors in NA. Konnten sich damit 62.500 US-Dollar mitnehmen. Der Rest wird dann aufgeteilt auf die verbliebenen Teams. Für Oxygen war das Ganze ein bisschen komisch, beziehungsweise ein bisschen unerfreulich, sagen wir es mal besser so. Den Grund werdet ihr nämlich jetzt gleich auf der nächsten Folie dann direkt sehen. Das ist nämlich mal wieder das Thema mit den Six Invitational-Punkten. Wir hatten ja schon ein paar andere Majors gesehen. Ne? Das Latter Major hatten wir ja schon gesehen, wo sich ja Liquid durchsetzen konnte. Wir hatten das Major gesehen in Mexiko, wo sich ja ein Astral durchsetzen konnte. Wir hatten gesehen, das Major in Europa, wo sich ein Team Empire durchgesetzt hat. Für die hat das alles was bedeutet. Ja, nämlich, dass sie halt safe sind. Und safe am Six Invitational 2021 teilnehmen können. Für Oxygen zum Beispiel, die jetzt sich qualifiziert hatten, bedeutete das gar nichts. Weil die haben einfach eine zu schlechte Platzierung erreicht, um safe zu sein. Der Rest, denen konnte es egal sein, welche Platzierung sie erreichen. Aber für Oxygen war es halt ein bisschen blöd, weil sie jetzt nur Vierter geworden sind. Und wie man sieht, die sind nicht grün hinterlegt. Das heißt, da kann noch was kommen. Und das Problem ist, wir haben noch ein Major. Und das ist das nämlich in Asia Pacific, was dann demnächst kommen wird. Vom 25. bis 29.11. Und da gibt es eventuell dann noch Teams, die halt eben hochkommen könnten. Die dann da noch das ein oder andere Team aus dieser Six Invitational Wertung so ein bisschen rauskanten könnten. Da muss man dann halt eben gespannt sein, was da in zwei Wochen dann abgeht.
Ja, das wird auf alle Fälle spannend, muss man sagen, weil man auch ja eventuell noch G2 verlieren könnte. Das wird sich genau, ja noch zeigen. Ja. Aber jetzt kommen wir zu dem nächsten Thema, und zwar die Designer Notes, was wir ja schon angeteasert hatten am Anfang dieser Folge. Das werden wir uns ein bisschen anschauen, wieder ein bisschen drüber philosophieren, was uns da denn so auffällt und was uns eventuell missfällt oder gefällt. Kam jetzt letzte Woche Montag raus, also genau wo wir unsere Folge released haben, kam leider dieses wunderschöne Textdokument, was mal wieder sehr ärgerlich ist. Das wäre doch super, wenn man halt das mal ein bisschen früher lesen könnte, ne? Aber Goodie, hier oben wird nur gesagt, ja, dass sie mit der Utility Meter zurzeit nicht so ganz zufrieden sind, dass sie da dementsprechende Maßnahmen in die Wege leiten wollen, um das halt ein bisschen zu verbessern. Wobei ich mir halt denke, wenn ich Operator habe, die Utilities haben und diese eingesetzt werden, ist das nicht Sinn und Zweck des Spiels, dass du deinen Spot befestigst? Im Grunde, das sollte doch das Ding sein. Und es sollte das Ding sein, so schwer wie möglich den Attackern zu machen, natürlich diesen Spot einzunehmen. Zurzeit ist es aber so, dass es wohl zu schwer ist für viele, das hinzubekommen. Und dahingegen will Ubisoft jetzt was unternehmen. Und das fängt zum Beispiel schon mit gewissen Maßnahmen an, wie zum Beispiel, wie es hier schön tituliert wird, den Fängern. Fänger sind Jäger, Vamai und bald auch Aruni. Und da würde ich mal sagen, diese Bezeichnung, da kriege ich halt schon mal direkt wieder einen Anfall, wenn ich das lese. Davon jetzt aber mal abgesehen, weil, also Fänger, ne? Da hätte man sich auch irgendein anderes Wort auf Deutsch überlegen können. Aber wie dem auch sei, ihr wisst ja, wie die Situation ist mit Jäger, Vamai. Wie die Situation wahrscheinlich wird mit Aruni, wird sich noch ein bisschen zeigen. Aber wie gesagt, Jäger Vamai ist ja schon bekannt. Vamai ist ja auch gefühlt in 9 von 10 Matches gebannt. Meistens, zumindest bei uns auf der Pro-Ebene. Und da will man halt so ein bisschen eben ansetzen mit einer Reihe von Maßnahmen. Da ist eine erste Maßnahme, dass man halt eben versucht, die Anzahl an Projektilen in einer Runde, die durch diese Operator abgewehrt werden können, zu verringern. Das bedeutet, ja, man will einfach die Gadgets von Jäger und Vamai ein bisschen anpassen, sodass die halt nicht mehr alles aufsaugen. Und die krasseste Änderung hierbei wird es halt eben bei Jäger geben. Das ADS funktioniert jetzt folgendermaßen. Du platzierst das und dann kann das Ding nur ein Gadget auffangen, was da kommt. Was auch immer das jetzt. Und dann hat es erstmal einen Cooldown. Und dann hat das Ding erstmal einen Cooldown von 10 Sekunden. Das bedeutet, es wird jetzt umso wichtiger für Jägerspieler, dass die lernen, wie man Active Jäger spielt. Bedeutet, ADS von der Wand runternehmen und wieder dran sitzen. Dann umgehst du nämlich diesen Cooldown, bist aber natürlich beschäftigt, ja, weil du halt die ganze Zeit da am Rumwechseln bist. Das heißt, du bist nicht safe, das heißt, du könntest gepusht werden. Vamai auf der anderen Seite verliert sogar eins seiner Magnets, wodurch seine Fähigkeit natürlich nicht abgeschwächt wird, aber er kann sie halt nicht so weitflächig verteilen, weil er nur noch 4 hat und nicht mehr 5. Da muss ich aber auch einwerfen, ne? Im Grunde ist das ja fast egal, da sie ja nicht die Zeit verkürzt haben, wann du die Magnets kriegst. Und somit ist das halt so, dass die letzten Magnet, da bist du einfach schon lange tot, um die zu utilizen, oder die hat sowieso gar keinen Impact mehr. Also ich finde, wenn das so ist, dass sie eine Magnet-Scheibe wegnehmen, hätten sie fast die Cooldown schon ein bisschen reduzieren können, dass du die da viel schneller rauscasten kannst. Oder siehst du das anders? Ich weiß nicht. Also ich finde das schon an sich okay. Hauptsache, man läuft nicht mehr in den Raum rein, wo man dann irgendwelche Sachen machen möchte, wo dann überall 20 von den ollen Dartscheiben da irgendwo in der Gegend rumhängen und du da nichts machen kannst. Zusätzlich dazu haben sie es ja jetzt auch noch dann so gemacht, dass Jäger-Gadgets und Vamai-Gadgets jetzt auf einmal miteinander reagieren und jetzt nicht mehr zusammenarbeiten, sondern gegeneinander arbeiten. Bedeutet, man muss in Zukunft dafür sorgen, dass auf jeden Fall das ADS weit genug wegsteht von den Magnet-Dingern, die Vamai halt wirft, weil ansonsten werden die Sachen von dem Vamai-Gadget eingesogen. Das geht kaputt und wenn das in die Range vom ADS reinkommt, dann schießt das nämlich auch nochmal. Und dann hast du beide Gadgets erstmal disabled, beziehungsweise das Magnet ist halt kaputt, aber das ADS ist halt auch useless dann in dem Moment. Das heißt, da muss man in Zukunft zum Beispiel auch drauf aufpassen. Was ich auch wieder ganz gut finde, weil man dann mal wieder ein bisschen überlegen muss, was man tut und nicht einfach nur, ja, wir schmeißen jetzt hier 20 ADS in die eine Ecke,
Dann nochmal 50 Magnets in die andere oder am besten noch zusammen, damit da nichts durchkommt. Das geht jetzt halt eben nicht mehr. Genau. Also man hat halt beide Operator ein bisschen geschwächt, um Arunin dazwischen drin noch zu platzieren, was hier auch gerade so steht, dass es ja so entwickelt wurde, dass Gadget, also der Operator halt, dass man da eine gute Synergie zwischen allen Operatoren erreichen kann. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich muss sagen, Arunin finde ich bisher eigentlich sehr, sehr schön. Ist ein sehr interessanter Operator. Und ich bin halt mal gespannt, wie sich der denn halt innerhalb der Pro-Szene da weiterentwickeln wird. Aber damit würde ich mal sagen, gehen wir mal ein bisschen weiter runter. Jetzt haben wir uns ja relativ lange da aufgehalten. Und scrollen mal zum nächsten Absatz. Und zwar Verteidigung und kugelsichere Utility. Genau. Also damit wird sich denn halt auf sowas bezogen, wie hier das, wie die Maestro-Cam und sowas, ne? Genau, ja. Weil das bisher ja auch zum Beispiel ja so war, dazu kommen wir glaube ich später, das ist nämlich Abhängigkeiten von Sophia und Ash, dass die Projektile nie an der Utility haften geblieben sind. Man kennt es wahrscheinlich. Du schießt da was hin, was passiert, das fällt runter wie ein nasser Sack und implodiert nicht und zerstört das Gadget halt zum Beispiel nicht. Ja, das ist halt hier in diesem Fall, man sagt ja, die schon genannten Fänger, ja, die beschützen natürlich diese Utility, Bulletproof Cams, das Zeug halt eben von Maestro, von Goyo, von Melusi, die Gadgets. Und das will man halt so ein bisschen ändern. Auch mit der Verteilung von mobilen Schilden, das ist natürlich auch eine ganz nette Geschichte. Wamai zum Beispiel, der verliert ja auch sein Schild, was ja auch schon mal lange benötigt gewesen ist, weil der einfach damit halt zu krass gewesen ist, muss man halt sagen. Also das ist halt im Moment, also das macht auf jeden Fall schon mal einen guten Eindruck. Du hast es schon angesprochen, Abhängigkeit von Ash und Sophia war gegeben. Ja, die meisten Teams, also früher war das so, wir haben entweder Ash oder Sophia gesehen und dann eine ganze Zeit lang nur Sophia, weil die Leute sich halt gedacht haben, okay, die ist halt besser, weil die halt mehr Utility hat und man den Rest für andere Operator brauchte. Mittlerweile ist es so, du siehst eigentlich jede Runde Ash und Sophia zusammen mittlerweile nur noch, weil du halt so viel Zeug hast, was du denyen musst. Und das wollen sie halt eben auch ein bisschen reduzieren. Unter anderem mit der Anpassung für Jäger und Vermei auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch damit, dass sie halt eben Ash und Sophia nochmal anpassen. Ash zum Beispiel wird nämlich ihre Flashbangs verlieren, damit es halt dann nicht zu krass ist, wird dafür aber eine weitere Charge bekommen, ja, von ihrem Granatwerfer sozusagen. Und es geht halt auch darum, dass insbesondere Ash halt eben dann auch die Gadgets wie die Maestro-Camps und so weiter direkt beschießen kann, ohne dass die halt eben runterfallen, wie Nasser sagt, wie du es gerade eben schön gesagt hast. Das soll nämlich in Zukunft dann nicht mehr so sein. Und da kommen wir jetzt auch noch denn zu den Operator-Balancing. Da haben wir eine ganz schöne Anpassung bei Hibana, nämlich eine Anpassung, die ich schon immer gefordert habe, und zwar, dass du auswählen kannst, wie viele X-Kairos da rausgeschossen werden sollen. Ich habe das damals ein bisschen einfacher gesagt gehabt. Ich hätte gerne, dass du entscheiden kannst, ob eine Ladung, zwei Ladungen oder drei Ladungen auf einmal rausgeschossen werden. Ubisoft hat sich dazu entschieden, das jetzt aber anders zu machen und das eher auf Hatchets anzupassen, weil dafür ist der Operator halt immer ein bisschen gedacht gewesen, Hatchets zu öffnen oder eigentlich nur Vision Breaches zu setzen. Somit hat man jetzt die Möglichkeit, einmal zwei X-Kairos rauszuhauen, vier X-Kairos oder halt natürlich einen ganzen Sechser-Stack. Können wir mal kurz gucken, ob wir hier das Video abspielen können, ein bisschen, wo man das halt sieht. Da haben wir gerade den Vierer, den Zweier gesehen. Und das ist halt auf alle Fälle eine sehr schöne Anpassung. Du kannst die Zweier dafür nehmen, um nicht reinforced Hatches zu öffnen. Die Vierer kannst du nehmen, um reinforced Hatches zu öffnen. Und dadurch ist auch die Möglichkeit natürlich massiv gestiegen, viel mehr Breaches setzen zu können, viel mehr Vision auf den Spot zu bringen als vorher. Weil man muss ja jetzt überlegen, es sind sonst immer 6 X-Kairos gewesen. Das mal 3 heißt also 18. Konntest aber trotzdem im Grunde nur 3 Hatches öffnen. Jetzt kannst du halt massiv mehr Hatches öffnen, weil wir jetzt ja immer nur 4 X-Kairos raushauen. Und das ist halt dann einfach schon massiv besser, weil du jetzt 4 Hatches statt 3 öffnen kannst, ne? Ja. Jetzt ist nämlich auch die Gegebenheit da, dass man eventuell auch auf Clubhouse
auf jeden Fall alle Hatches aufbekommt, also auch die Kitchen Hatch, wenn da geimpackt wird. 5 sogar, verzeih. Genau, das ist möglich. Gerade eben halt, wie gesagt, Kitchen auf Clubhouse zum Beispiel, wo ja immer ganz gerne mal jemand drunter steht und da Impact trickt, das kannst du halt umgehen, indem du natürlich da immer mit Zweiern arbeitest und da halt eben einfach sozusagen die Impacts rausbaitest, weil ab einem gewissen Punkt haben die nichts mehr, aber du hingegen schon. Ja? Das ist halt eben eine ganz, ganz nette Anpassung, da wird sich sicherlich ein bisschen was mitmachen lassen. Ja, das denke ich mir halt auch im Grunde. Und wie gesagt, du kannst denn, wie Harris gerade schön vorgemacht hat, du schießt die 2 X-Kairos, der wirft eine Impact, du schießt wieder 2 X-Kairos, der wirft wieder eine Impact, somit keine Impacts mehr, dann haust du die 4er X-Kairo rauf und schon kannst du da die Hedge problemlos öffnen. Das ist halt wirklich eine sehr intelligente Anpassung von Ubisoft. Genau, somit ist jetzt kommen halt wir. Ein Hardcounter gegen Castle übrigens, ne, wenn man sich das im unteren Bereich nochmal anschaut. Für Castles Panzerplatte, ne, das haben wir ja gerade gesehen, wird eine X-Kairos-Ladung benötigt. Und jetzt ist es halt so, du schießt dann zwar 2 drauf, aber eine Verlust ist halt immer noch besser als 5 Verlust. Von daher ist das natürlich auch eine sehr nette Anpassung. Ja. Also mal hoffen, dass es da aber nicht zu irgendwelchen Problemen kommt, weil wenn wir überlegen, ne, Hibana war damals das Sorgenkind gewesen. Ja. Bei Ubisoft, weil sie halt damals massive Probleme hatten mit Breaches von der werten Dame, dass halt zum Beispiel Hedges nicht gebreached werden konnten und sonst sowas. Wollen wir hoffen, dass da jetzt durch diese Anpassung keine neuen Probleme entstehen können. Genau, ja. Und somit kommen wir eigentlich schon zu Jäger. Wir haben es ja vorhin kurz angesprochen gehabt. Jäger wird ja auch ein bisschen überarbeitet, besser gesagt, sein Gadget wird überarbeitet. Er hat jetzt unendlich Ladung, aber... Genau, das hatten wir noch vergessen, ja. Es ist halt so, dass nur alle 10 Sekunden Projektile abgefangen werden können. Du hast immer noch deine 3 ADSs, hast aber jetzt, statt wie damals es der Fall war, 2 Ladungen pro Gadget, unendlich Ladung, aber halt nur alle 10 Sekunden. Das ist so eigentlich die größte Anpassung und ich finde diese Anpassung auch gut gelöst bisher. Weil, wie gesagt, das jetzt nicht mehr so massiv stark ist, Jäger, wo du halt einfach alles hinstellst, dann machst du... Und alles ist aufgesaugt, ne? Jetzt ist es halt wirklich so, dass man da halt ein bisschen besser gegenarbeiten kann. Gerade wenn man so einen Yellow Stairs-Aufbau macht bei Consulate, kennen wir es ja alle, da stehen 3 ADSs und da macht es einfach nur wie das schwarze Loch, wird alles eingesaugt Dann ist alles verpufft im Grunde. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger, da mit Jäger zu spielen oder mit wen auch immer. Und somit sollte es tendenziell einfacher sein, die Yellow Stairs zum Beispiel einzunehmen bei Consulate. Ich denke, auf den Rest brauche ich da jetzt nicht weiter eingehen. Wir haben ja jetzt gerade schon ein paar Sachen davon erzählt gehabt, welche Auswirkungen es haben könnte. Genau, ja. Machen wir mal hier Interaktion, das hast du eigentlich auch schon angesprochen gehabt, kann man aber trotzdem nochmal kurz zeigen. Wie gesagt, es geht ja einfach nur darum, dass man jetzt halt ein bisschen nachdenken muss, wohin man seine ADS packt, wohin man seine Magnets packt. Das ist halt wichtig. Ansonsten hast du halt eben das Problem, dass die halt alles eben einsaugen und dann halt du sozusagen beide disables, beziehungsweise die Magnets gehen ja kaputt, wenn da einmal was drin war. Deswegen, also das ist halt schon angesprochen worden, das ist aber auf jeden Fall auch eine gute Änderung. Echo wird auch eine gute Änderung erfahren und zwar wird die Tarnung der Yokai-Drohne entfernt werden. Damit hat es ja in letzter Zeit immer wieder Probleme gegeben, ja, dass es irgendwie ein bisschen verbuggt war oder die halt für immer unsichtbar war und gar nicht spotbar gewesen ist oder zerstörbar gewesen ist, die Drohne. Und jetzt wird die Tarnung von der Yokai entfernt. Komplett. Die wird es nicht mehr geben auf der Drohne. Damit Echo wahrscheinlich auch nicht mehr so nervig wie vorher. Trotzdem ist es natürlich wichtig, dort weiterhin aufzupassen. Des Weiteren wird er noch einen mobilen Schild bekommen statt Stacheldraht. Ja, okay. Kann man jetzt auch wieder von halten, was man möchte, weil ist die Frage, brauchen wir mehr mobile Schilde? Eigentlich eher nicht, aber das lassen wir mal so erstmal stehen. Weil man sagen muss, der hatte sogar früher, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, sogar schon mal ein Schild gehabt. Ganz früher, ja, ich glaube auch, ja. Aber an sich ist die Änderung halt nicht schlecht, wie gesagt, weil mit der getarnten Drohne, das war zwar immer eine ganz nette Geschichte, aber es sorgte halt immer dafür, dass Echo genauso wie zum Beispiel ein Maestro immer... Ja, was irgendwie ein Bann gewesen ist, schon immer, ja, und auch fast durchgehend,
Weil es sich halt dazu gezwungen hat, eine IQ mitzunehmen. Das brauchst du jetzt nicht mehr unbedingt. Von daher ist es auch eine ganz, ganz nette Änderung. Aber da fragt man sich ja immer, man guckt ja bei Ubisoft immer auf Synergien. Ne? Wenn ich jetzt halt zum Beispiel den stärke, könnte ich auch einen anderen Operator stärken. Dadurch, dass wir jetzt natürlich Echo schwächen, ist halt auch die Möglichkeit, dass wir IQ schwächen und IQ wahrscheinlich noch weniger Input innerhalb der Spielzeit als vorher schon, muss man dazu sagen. Und somit könnte es sein, dass halt wahrscheinlich die Pickrate natürlich von IQ massiv sinken wird. Da bin ich halt sehr gespannt drauf, was sie da vielleicht wieder machen. IQ vielleicht die Fracks wiedergeben. Das wollte ich mich gerade anmerken. Das könnte ich mir nämlich auch fast vorstellen. Wenn es dazu kommen sollte, dass sie sehen, okay, da lässt es dann wieder ein bisschen nach, das Interesse an diesem Operator, könnte vielleicht wieder in Utility kommen bei ihr, die halt vielleicht nochmal ein bisschen den Operator nach vorne bumst. Ja. Guti, kommen wir zu Ash. Du hast es vorhin schon angemerkt gehabt. Ash verliert die Flashes, kriegt dafür aber eine Claymore. Und die Round Charges, die Durchbruchgeschosse, werden von 2 auf 3 erhöht. Ist ganz wichtig, wie gesagt, um gewisse Utility wegzunehmen, wie Bulletproof Cams, Schilde, Maestro Cams, Melusi Gadgets und vieles mehr. Weil wir halt natürlich sehr viel Utility im Spiel haben, musst du auch die Utility nach und nach von anderen Operatoren anpassen. Ich finde das sehr solide, dass man hier bei Ash erstmal nur um 1 erhöht und nicht gleich um 2. Und damit denke ich mal, dass man schon ein bisschen besser denn den Spot clearen könnte. Ja, davon würde ich jetzt auch mal ausgehen. Ich denke mal nicht, dass das jetzt auf einmal schlechter läuft. Ich meine, die Flashbangs für Ash, hat man die jemals benutzt, um tatsächlich den Gegner zu pushen? Nö, eigentlich eher nur weniger. Die wurden eigentlich immer nur genutzt, um irgendwelche ADS zu burnen oder irgendwelche Magnets, die da in der Gegend rumgeflogen sind. Also von daher ist das sicherlich auch keine schlechte Idee. Und eine Claymore ist auch meistens immer was Feines. Die kannst du halt am Anfang der Runde meistens loswerden. Stellst du dir dann irgendein Window, um halt deine Support-Operator ein bisschen zu unterstützen, damit die nicht irgendwie weggeholt werden. Und ja, das ist an sich eigentlich eine ganz gute Änderung. Bei Dockeby, das kommt nämlich als nächstes. Aber kurzer Einwurf, ich möchte nochmal anmerken, der Damage ist von 90 auf 50 gesunken bei den Round Charges, ne? Aber macht das einen Unterschied? Ich glaube nicht. Ja. Das ist jetzt halt auf einer Ebene halt eben mit Sophia, ne? Wenn du halt von dem Ding angespielt wirst, von ihrer Lifeline, dann bist du halt auch bei 50, nur wenn du davon getroffen wirst direkt. Also das ist schon okay. Das jetzt kannst du zu deiner 2KB-Anlage kommen. Ja, Dockeby finde ich halt unnötig. Betäubungsgranaten entfernt, Splittergranaten hinzugefügt, hatte sie ja schon mal. Finde ich aber trotzdem nicht, dass es halt eben sein muss, Splittergranaten bei Dockeby zu haben. Es macht dadurch den Operator auch nicht interessanter. Im Moment ist es halt einfach, ja, es passt halt im Moment einfach nicht rein, eine Dockerbee zu spielen. Vielleicht in Zukunft, wenn das mit den ADS und so weiter drin ist, vielleicht macht es dann Sinn, Dockerbee zu nehmen. Aber dann ist halt die Frage, wird das nicht vielleicht wieder ein bisschen zu viel? Ja, weil wir dann wieder zu viele Nades haben. Weil die meisten Leute spielen ja sowieso einen Sledge, der hat schon 2 Stück. Eine Dockeby, die hat auch dann noch 2. Das könnte schon nach hinten losgehen. Wie siehst du das? Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass das alles nur in der Hinsicht natürlich gemacht worden, dass man halt die Utility von Spot runterkriegt. Da ist halt wirklich die Frage, ob das denn nicht irgendwann zu stark sein könnte. Wobei man auch wieder sagen muss, zum Beispiel jetzt ein Zero verliert er seine Frag-Granaten. Ne? Also eigentlich ist es immer nur... Die wahrscheinlich wieder. Ja, welche. Das ist es halt. Das wird eigentlich alles nur getauscht so ein bisschen. Ich glaube, dass sie immer so ein Limit haben von Operator, die jeweils das gleiche Gadget haben sollten. Und somit könnte das wahrscheinlich nicht so problematisch sein, schon in der Hinsicht, weil ja 2KB fast nie gespielt wird. Was aber meines Erachtens daran liegt, dass das Gadget zu langsam ist, um das zu utilizen. Das dauert ja relativ lange, finde ich. Plus halt, glaube ich, dass die DMA einfach keine gute Waffe ist. Also das ist so ein bisschen meine Vermutung mit, ne? Ja. Aber Guti, das kann halt, es können halt viele Faktoren damit reinspielen, warum Operator meistens nicht gut genutzt werden. Weil an sich ist 2KB ja, wenn du einen ordentlichen Push initiieren möchtest, massiv stark, ne? Du kannst halt jetzt nicht unbedingt das Positioning forcen der Leute, aber du kannst die Leute dadurch leichter trackbar machen, wenn du halt irgendwo reingehst und die Leute umdrücken musst. Aber gut, kommen wir zum nächsten Operator, und zwar Twitch.
Da hat sich auch was getan, verliert halt ihre Breaching Charges und kriegt dafür dann halt Flashgranaten. Wie gesagt, das ist halt meistens so, irgendwer verliert sein Gadget, ein anderer kriegt dieses Gadget. Genau, ja. Bei Twitch finde ich es fast schon fragwürdig, weil die Drohne selber ja eigentlich die ganzen Gerätschaften hinein kann. Und jetzt ihr nochmal denn die Möglichkeit zu geben, selber da so Gadgets zu denyen, wie ein AVS oder halt ein Magnet, finde ich fast schon dann fragwürdig. Ja, könnte man vielleicht fragen, ob das zu viel ist, weil Twitch wird ja immer ganz gerne mal irgendwie ausgepackt, weil halt die Waffe von ihr massiv stark ist. Ich könnte mir dann tatsächlich vorstellen, dass wir dann wieder häufiger vielleicht mal eine Twitch sehen werden in naher Zukunft. Das muss man dann ein bisschen beobachten. Das wäre vielleicht auch ganz, ganz nett. Mittlerweile hatte man ja nie so wirklich Platz mehr dafür im Lineup, weil du brauchtest Heartbreacher, du brauchtest halt eben Ashe und Sophia meistens. Und so viel Platz bleibt da für externe Operator halt eben nicht oder für Operator, die einen anderen Zweck erfüllen. Aber was wir ebenfalls in letzter Zeit gesehen haben, ist, dass viele Leute wieder Mira spielen zum Beispiel. Und da kann ich mir vorstellen, dass in Zukunft dann vielleicht der Twitch auch wieder ganz öfter mal gepickt wird, sagen wir es so. Und da kommen wir auch zu einer Anpassung vom Valkyrie. Finde ich ganz nett. Kriegt jetzt Impacts, verliert dafür das Schild. Wen juckt das halt nur? Keine Sau, weil niemand das mobile Schild gespielt hat, weil du im Grunde fast immer mit C4 spielst bei Valkyrie. Genau, ja. Das passt halt einfach super gut zu den Operator mit der Vision, die du halt hast, dass du da halt im Grunde denn das C4 spielst und nicht das mobile Schild. Ich habe auch wenn wir diese natürlich massiv nutzen im Competitive-Bereich, hast du selbst trotzdem bei einer Valkyrie nie gesehen, dass jemand dieses Schild auspackt. Ja, ganz, ganz selten mal, dass man im Comp gesehen hat, dass irgendjemand halt Schild genommen hat statt C4. Ganz selten. Ich kann mich erinnern, dass wir es mal gesehen haben, aber wie gesagt, es ist ganz, ganz selten. Das passiert auch nur oder passierte auch nur, wenn du halt wirklich ein Lineup hast, wo du das C4 nicht brauchst, aber unbedingt noch ein Schild brauchst. Von daher, das wird halt wenig Impact haben. Es wird, glaube ich, auch kein Schwein Impact spielen auf Valkyrie. Ja. Immer noch nicht. Ja, von daher, kleine Änderungen, aber nicht großartig viel Impact. Und hier kommen wir nochmal zu der Anmerkung von Vamai, was du ja schon ein bisschen gespoilert hattest. Ne? Bekommt halt auch Impacts, verliert das Schild. Ja. Bei dem war das Schild ein Problem, ja. Deswegen ist gut, dass er eins verliert. Weil das halt genau in seinen Spielstil halt so reinpasste. Das ist halt wieder dieses, wir wollen ja eher hin zu mehr Teamplay und er konnte halt im Prinzip alles alleine machen. Ich nenne mal ein Ballspiel, Noob Corner auf Café oben, ne, in Piano. Er konnte sich da halt immer persönlich einrichten die ganze Zeit, konnte da sein eigenes Schild hinstellen, konnte seine Magnets da rumwerfen. Und du brauchtest im Prinzip für ihn in der Prep-Phase nichts anderes veranschlagen, weil damit ist er eh beschäftigt erstmal. Ja, und seine Wände dann auch hochziehen. Ja. Und jetzt geht das halt eben nicht mehr. Jetzt brauchst du halt einen anderen Operator mit Schild und dann macht er halt eben den Rest. Das finde ich halt ganz gut, weil da wieder so ein Synergieeffekt entsteht. Ganz kleine Sache noch, die Explosion bei der Selbstzerstörung. Ne? Also wenn das Magnet irgendwas eingesogen hat, die wurde entfernt. Die hat irgendwie so 5 Damage oder sowas gemacht. Meine ich war das, die gibt es jetzt nicht mehr. Kleine Änderung, ob dadurch jemals jemand gestorben ist, fraglich. Aber wie gesagt, das wurde halt eben jetzt auch angepasst. Ja, damit sind wir hier auch eigentlich durch. Hier wird dann eigentlich nur noch mal ein bisschen darüber ausgesagt in den Text, ja, dass halt da das sehr interessant ist, diese Anpassung. Und mal gucken, wie die Auswirkungen darauf sind. Und dass man halt eh viel diskutiert hat und bla 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 Keks. Lassen wir uns mal überraschen. Also ich denke mir, dass das schon eine valide Anpassung ist von Vamai. Und somit kommen wir zu Zero, den wir ja vorhin schon angesprochen hatten. Der ja seine Splittergranaten verliert, also seine Frag-Granaten. Ist für mich komplett nachvollziehbar, weil das einfach massiv too strong war. Man muss halt überlegen, dass der Werteherr insgesamt über 6-mal Vision verfügt. Er hat 2 Drohnen, er hat 4 Camps. Okay. Ja. Somit kannst du da halt wirklich massiv irgendwo super reinnähen, wenn du möchtest. On-Point-mäßig.
Das ist halt schon sehr, sehr krass, wenn du über so viel Vision verfügst, damit halt den Defender gut tracken kannst, um dann halt noch on-point den Nate an den Kopf zu werfen. Plus halt noch besser, dass vielleicht Gadgets zu denyen, ist das halt schon massiv. Deswegen die Sprengladung bekommen und Tukabi hat halt seine Frag-Granaten bekommen. Finde ich komplett nachvollziehbar. Ja, finde ich auch komplett nachvollziehbar. Ich habe es auch selber sehr, sehr häufig genutzt als Zero. Gerade auf zum Beispiel Coastline hat sich das immer super, super angeboten. Immer diese Cams von ihm oben in den Schacht reinzuschießen, zu schauen, haben wir da jemanden in Aqua hinter der Bar, haben wir da jemanden auf Blue Stairs, dann kann ich natürlich auch noch mit der Fähigkeit von den Kameras das ADS kaputt schießen, was da ist, und dann kriegt derjenige eine Nade ab, ohne dass er es überhaupt mitbekommt. Das war halt ein bisschen stark. Jetzt halt schwere Sprengladung, die sind ja sowieso ganz nett, und Zero wird eh gespielt werden in Comp hundertprozentig, von daher werden wir dann vielleicht auch dort mal eben dieses Gadget dann eben sehen. Und mit schwerer Sprengladung ist natürlich das Hardbreach-Gadget gemeint. Genau. Ne? Nicht also normale Sprengladung, mit der du halt gerade mal eine Softwall aufmachen kannst. Aber ja, damit möchte ich anmerken, sind wir am Ende der Designer-Notes von Year 5 Season 4. Und ich hoffe, euch hat die Folge wieder gefallen. Sind auf alle Fälle sehr interessante Änderungen am Start hier. Und damit würde ich halt mal sagen, Harris, noch irgendwelche letzten Worte? Wir sehen uns in der nächsten Woche. Vielleicht dann mal wieder mit ein bisschen anderen News. Ja, Designer Notes sind ja immer recht langwierig zu besprechen. Man sieht es mal wieder unten an der Folgenlänge. Gucken, was uns nächste Woche erwartet. Und bis dahin, ciao, ciao. Und ich kann nur sagen, liked und abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke und eine schöne Woche wünsche ich euch.